Jo, was geht, meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und heute zeige ich euch, wie ihr innerhalb von nicht einmal einer Minute 51.000 Dollar machen könnt. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich erst noch einmal den Übergraffiti grüßen, denn er hat im letzten Video den Hashtag als erstes gefunden und auch in die Kommentare geschrieben. Und wenn auch du im nächsten Video gegrüßt werden möchtest, dann finde in diesem Video den versteckten Hashtag. Und dann würde ich sagen, komm, ich zeige euch jetzt mal, wie es funktioniert. Und zwar würde ich euch am besten einen Vigilante empfehlen. Klar könnt ihr es auch mit einer Party versuchen. Aber mit der Vigilante habt ihr bessere Chancen, es zu meistern innerhalb der vorgegebenen Zeit. Und ihr wisst es auch schon, ihr könnt es euch auch schon denken, ich rede von dem aktuellen Zeitrennen, der mit der Vigilante verdammt einfach ist. Ihr begebt euch einfach nur an diese Location hier, wo das Zeitrennen stattfindet. Und dann setzt ihr einfach nur einen Wegpunkt an diese Location, denn dort endet das Zeitrennen. Und ihr habt durch diesen Wegpunkt dann auch eine kleine Orientierung, wo ihr hinfahren müsst. Nun setzt ihr euer Vigilante so an den Startpunkt, dass ihr so weit vorne wie möglich seid, aber trotzdem noch das Zeitrennen starten könnt. Wenn ihr dann der Meinung seid, ihr habt den passenden Standort dann gefunden, dann startet einfach nur das Zeitrennen und gebt einfach nur Gas. Und sobald ihr dann seht, oh, vor uns ist dann kein Fahrzeug, dann einfach nur den Boost drücken. Und ich würde euch auch raten, den Boost einfach nur an jeder geraden Stelle zu zünden. An Kurven ist er natürlich ein bisschen schwachsinnig, ne? Einfach nur an jeder geraden mal den Boost zünden. Dann habt ihr ein klein bisschen Speed. Und das Gute ist, die Vigilante ist so stark, dass er die Fahrzeuge, die euch blockieren können, einfach nur wegrammt. Der Nachteil an dem Vigilante ist, er ist einfach recht schwer zu steuern. Aber ich denke mal, das ist relativ machbar. Und wenn ihr dann auf den Wegpunkt schaut und dann seht, oh, hier muss ich links abbiegen. Dort fahrt ihr einfach nur geradeaus und biegt die nächste Straße links ab. Denn dort habt ihr einfach nur noch eine relativ gerade Strecke und könnt dort den Boost einfach nur durchdrücken und einfach nur noch mit eurem Raketenantrieb und Highspeed einfach nur in das Ziel brettern. Und somit habt ihr dann eure 51.000 Dollar ganz leicht gemacht. Auch noch legal und auch solo. Was will man mehr? Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.